Nein! Wieso falle ich denn da runter? Take no damage? Ja, das werde ich auch nicht tun, indem ich einfach weitergehe. Ah! Aha! Ich hab's voll drauf. Pro-Gamer, würde ich sagen. Okay. Sehr schön. Einmal rauf und einmal runter. Mehr bedarf es nicht. Yam yam, lecker, lecker. Da ist auch noch lecker. Ich gehe mal hier weiter nach oben. Ich weiß aber noch nicht genau, warum. Ach, die Hulkwache. Sag mal, willst du mich verarschen? Okay, da ist nichts mehr. So. Ah, Mist, hat er mich auf dem Weg zurück. Lass mich durch. Mit deinem großen Schild. Schild mit Ü natürlich. Ah, oh, ein Ninja. Aber davon lasse ich mich überhaupt nicht beeinflussen. Ich gehe einfach weiter. So, so kommen wir da hoch und nicht anders. Und da oben ist eine Truhe. Und da ist Jolt drin. Dann gehen wir nochmal runter. Oh. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nichts Unvernünftiges tun. Und wir gehen weiter. Das ist ein normales Bild. Man kann diese Bilder auch leider nicht unterscheiden. Abgesehen davon, dass sie so ein bisschen rumwackeln. So, ich pray for assistance. Ich will ein wenig einen Buff haben. Och nein, Sonic Hyperion's Ring. Was war das denn für einer? Ich dachte, ach nee, ich dachte, das wäre der Sonic Curse, aber Hyperion Ring? Boah, hab ich mich gerade verjagt. Vor allem sind wir da getroffen worden, das ist sehr unoptimal. Wie kommt man denn da rein? Also hier gibt es keinen doppelten Boden. Hier gibt es nur wieder Statuetten. Ja, Kumpel. Ah, da ist gleich noch einer. Haha. So, wir sammeln alles ein. Auf dem Weg nach unten einfach mal das Bild ins Boxhorn gejagt. Was ist das denn? Also erstmal hauen wir hier die Truhe kaputt. Achso, das ist auf der einen Seite eine Pflanze und dann eine Kanonenkugel, Schussmaschine. Okay, das ist mal eine vernünftige Truhe. Ich gehe mal hier rein. Ah, hier können wir Musik anmachen. Ach, Mist. Das war ja suboptimal. Aber dafür ein bisschen Jolt. Gold und noch mehr Gold. Ah. Werde ich jetzt auch noch getroffen. Ach, warte, hier ist wieder ein Gegner. Da können wir doch gleich wieder rein. Diesmal will ich den nämlich kriegen und ich weiß nicht, was dieser Hyperions Ring ist, aber es könnte sein, dass der ein zweites Leben gibt. Und dann würde ich das natürlich gerne nutzen. Ponce de Leon.
Leon mich mal voll hier. Ach, Mist. Ah, Mist. Das läuft, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt gerade. Okay. Sagte er und wurde getroffen. Ah, Mist. So, nur noch 21. Ah, nein! Wir sind gestorben. Ah, Death Defy. Ja, sehr schön. Hyperion Ring. Nein! Wir haben nur noch 25. Ja, wir haben ihn. Und ich habe vorher noch daneben gehauen. Alter Vater. Alles eingesammelt. 7000. Tada! Magic Points, also Mana Points increased um 5 und Health Points increased um 5 und Strength increased plus 1 und wir haben den nächsten Endgegner besiegt. Sehr schön. Ponce de Leon. Bleiben jetzt nur noch die unteren beiden. Hallöchen, sag ich da nur. Das läuft ja eigentlich ganz gut. Da fliegst du ja richtig weit. Und täglich grüßt das Murmeltier. Moment, das muss ich anders regeln. Nein, ah, schade. Ich dachte gerade... Ach komm, kriegst du hin? Ja, Ponce de Leon. Aber ich zerstört. So, Shanoa, die sechste, ist Assassinen. Und Sir Hershey, der dritte, nicht mit Herschel zu verwechseln, ist Barbarian King und Hypochondriak. Und übertreibt sehr gerne und ist ein Fan of the Man. Und Sir Eric ist der Archmage. Stereo Blind. Wir nehmen mal Sir Hershey. Der isst bestimmt oder trinkt bestimmt gerne amerikanischen Kakao. Siehst du, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich rede. Guck mal hier, Health Up können wir doch eigentlich mal kaufen. Und dann können wir auch noch Attack Up kaufen. Und dann haben wir noch 2700. Und davon können wir eigentlich noch mehr Attack kaufen. Oder wir kaufen genau noch ein Health Up. Wie ich mich kenne, kaufen wir ein Health Up. Der ist ein bisschen schwerfälliger, also sie. Nee, er, ne? Er ist ja ein Fan of the Man. Obwohl alle Frauen ja, also nicht alle, aber die meisten Frauen auch Fan of the Man sind. Es leuchtet hier doppelt. Einmal oben links für das Auge und einmal oben rechts für Ponce de Leon. Ponce de Leon. So. Ach du meine Güte. Ja, siehst du, so fängt's an. Aber so geht's. So geht's auch. Hä? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wer baut denn sowas? Und täglich grüßt das Murmeltier. Komm mir auch vor wie Neo am Anfang von dem dritten Matrix-Teil. Das war auch so ein schlechter Film. Tut mir leid, ganz einfach. Da war sehr viel Potenzial in dieser gesamten Geschichte und das wurde... Das wurde einfach nur hingeklatscht. So viele interessante Sachen hätte man da machen können. Und am Ende blieb da nur noch so ein hingeklatschtes Hollywood-Gedöns.
So, hörst du mal auf, bitte auf mich zu schießen? Aha, das Bild war's. Sag mal an. So ein Brösel auf der Schalmei, oder was? Haha. Wer ist das denn? Oma, bist du es? Wo hast du das Geld versteckt? Ah, guck mal hier. Oma ist auf der Seite böse. So, und was ist hier? Hier ist gar nichts. Wer baut denn sowas? Lecker Hähnchen. Sag mal. Was macht der denn da plötzlich? Plötzloch. Yam yam. Und nochmal. Oh, Gold ohne Ende. So, hier müssen wir hoch. Dann gibt es hier noch was zu Schmackofatzen jetzt gleich. Ein Hühnchenbeinchen. Ja, sehr schön. Wir sind aber in der Maya-Welt, aber da waren wir schon. Deswegen werde ich mal nach rechts gehen und wir werden uns mal Richtung, warte. Au. So, ach du meine Güte, wie sollst du denn hier vorbeikommen? Naja, für ein bisschen Kohlen macht man ja alles. Was für ein undankbares Geschöpf. So, dann gehe ich mal doch nach oben. Da ist eine Truhe. Auch mit den Moneten. Ja, das war der schlauste Einer war ich da. Ne, Moment, dann... Gehe ich mal, ich beame mich mal. Wo kann ich mich hinbeamen? Da und da. Ganz an Anfang. Komm, dann machen wir mal. Beame mich zurück. Und wir gehen mal so weit wie möglich. Ach ja, scheiße. Ah, Mist. Das ist doch hier nicht normal. Ach ja, hier waren ja zwei von der gleichen Sorte. So, aber geschafft, weil wir sind ja kundig. Wo willst du denn hin? Lauf doch nicht weg. Geld hoch, Hände her. So hat Otto es damals gesagt und das ist auch heute noch witzig. Ach, hier ist Neo Kidder. Komm, die Kohlen nehmen wir trotzdem mit. Aber wir gehen da nicht rein. Ja, warte, ich muss erstmal... Haha. So, hier können wir nochmal beamen. Ja, der Forest of Abkhazia. Wieso willst du mal jetzt hier springen oder was? Ja, oder auch nicht. Na, du meine Güte, nein! Die sind ja richtig fies. Gluckedi, gluckedi. So, da oben haben wir noch eine Girlande. Eine Girlande. Die werden von Giraffen. Kannst du mal bitte sterben? Ey, geh sterben. Auf dem Hundeplatz. Ich glaube, ich
kenne jetzt das Geheimnis von Rogue Legacy. Das darf man einfach nur nicht so lange am Stück spielen. Ich glaube, meine Gehirnkapazität nimmt dann einfach ab. Das war knapp. Ja, siehst du, Hundi, das passiert. Da ist so eine Truhe. Das sehe ich doch auf dem Radarchen. Auf dem Radieschen. Ja, da kannst du aber jetzt nicht ewig machen. Du bist ja ein dummer Hund. Sie sind auch nur zwei Hunde. Und wieso lasse ich mich immer von dem treffen? Uah, du alte Schindmeere. So. Hier gibt es noch was zu happern. Take no damage. Take me tonight. Anything is possible. Ha, es ist auch possible, dass ich kein Damage take. Eine Curse-Rune, damit können wir cursen. Tja, jetzt auf dem Rückweg ist ja egal. Aber wir sollten das natürlich nicht ausreizen. Weg mit dir, Hundi. Da ist eine Girlande. Ach, wo bist du denn? Komm sofort her, damit ich dich schlagen kann. Hey, Bernard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Ich glaube, das wird es auch irgendwann auf meinem Kanal geben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mr. Bones. Wieso hüpft er denn durch die Gegend? Ah, der trifft mich auch noch. Der Hundekopf. Ihr schießt ja alles. Oh. Okay, das war das. Düt war düt und das war das. Und gleich wieder zurück mit der Laola-Welle. Okay, das Auge. Ja, so geht's. So geht es. Sehe ich das hier richtig, dass hier. Das ja. Das führt ja hier nirgendwo hin. Da muss ich mich aber schnell sputen und nicht in diesen Ball da reinlaufen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich kann nur nach... Ach, guck mal hier, da kann ich noch links gehen. Ja, siehst du, so sieht es nämlich aus. Nö. Da ist irgendwo hier noch ein... Ein Hundi? Ach, zwei Hundi. Das dürfte auch erklären, warum da so viele... Da kann mir doch keiner erzählen, dass der Hund nicht ADHS hatte. Oh, da war aber fies. Komm, geh ich gleich wieder zurück. Hä? Jetzt bin ich ja hier wieder im gleichen... Level angekommen. Ach Mist. Ich habe mich nicht umgedreht. Das sollte man immer tun. Umdrehen ist nämlich der erste Schritt zum Weglaufen. Weil wenn du dich nicht umdrehst, also wenn du den Plan hast, wegzulaufen und du drehst dich vorher nicht um oder in eine andere Richtung, dann läufst du ja in den Gegner rein. Damit machst du ja sozusagen alles falsch, was man machen kann. Aua. So. Aha.
Warum ich den jetzt hier... Ach, hier unten wäre ein Durchgang gewesen. Da steche ich wahrscheinlich mit meinem Schwert immer durch.